Jephthia. Jephthia ist der Name eines Engels. Jephthia heißt göttliche Schönheit. Jephthia gilt als Engel und als Prinz der Tora. Nach der Tradition hat Jephthia Moses in die Mysterien der Kabbalah eingeweiht. Jephthia wird manchmal auch genannt als ein Name von Jophiel. Jophiel bedeutet auch Schönheit Gottes, ähnlich wie Jephthia. Und so ist Jephthia ein Engel der Freude. Jephthia gehört dann auch zu den sieben Erzengeln, eben als Jophiel. Und es heißt, dass Jephthia Adam und Eva aus dem Paradies getrieben hat. Jephthia ist einer der Engel, und zwar der Leiter der Cherubim, zusammen mit Metatron. Jephthia wird auch manchmal als der Engel des Raumes bezeichnet. Jephthia hat einen goldgelbenen Strahl. Jephthia steht für Frieden, für Erleuchtung und für Weisheit. Jephthia hilft auch bei künstlerischen Projekten. Er gibt kreative Ideen und gibt auch die Kraft, diese Kreativität umzusetzen. So ist Jephthia ein Schutzengel für Künstler. Jephthia hilft auch für die Schönheit von Einrichtung und Kleidung. Jephthia ist auch für positives Denken und für Heiterkeit und gute Freundschaften zuständig. Ja, das sind einige Eigenschaften für Jephthia. Wenn du mehr über Jephthia wissen willst, dann schaue nach unter Jophiel, J-O-P-H-I-E-L. Da findest du etwas mehr dazu.